Hallo zusammen, heute erzähle ich euch ein bisschen darüber, wie ich die jetzige Corona-Krise, die es noch nie gab, erlebt und empfunden habe. Diese 3 Monate gingen sehr rasch vorüber und wir waren überrascht, wie sich die ganze Welt an ein neues System anpassen musste. Wir haben mit unserer Familie aus mehreren Ländern telefoniert und gemerkt, dass wir alle gleichermaßen betroffen bzw. eingeschränkt sind. Wir alle wissen nicht, wie die Zukunft aussehen wird. Es ist das erste Mal, dass wir in so einer Art Krise leben. Doch wir haben vieles gelernt, wie Solidarität und Geduld. Und viele Dinge, die bisher alltäglich und trivial waren, sind heute sehr wichtig in unserem Leben geworden. Ich könnte noch so viel über das alles sprechen, doch es wäre zu viel. Es gibt sehr viele Aspekte zu besprechen. In dieser Zeit haben wir gemerkt, dass es sehr viele soziale Unterschiede gibt. Nicht alle Schüler haben genügend Material, damit alle auf dem gleichen Niveau lernen können oder auch Platz, um in Ruhe zu lernen. Aber unsere Lehrer haben uns stets geholfen und haben versucht, diese Zeit für uns einfacher zu machen. Nun erzähle ich euch über meine Erfahrungen und wie ich das Ganze empfunden habe. Ich kann auch mit Sicherheit sagen, dass das Lernen am Computer nicht dasselbe ist wie in der Schule. Ich vermisse den Kontakt zu meinen Lehrern sehr und auch zu meinen Freunden. Ich habe gemerkt, dass zwischenmenschliche Beziehungen sehr wichtig sind und beim Lernen helfen. Ich bin nun im letzten Jahr des Gymnasiums. Alle sagten uns immer, dass dieses Jahr nicht wie alle anderen sein wird. Und es stimmt, dieses Jahr ist überhaupt nicht wie die anderen. Am Anfang haben wir viel gelernt und uns auf die Maturaprüfungen vorbereitet. Doch dann wurde beschlossen, keine Prüfungen durchzuführen. Wir haben uns sehr gefreut, ja sehr sogar. Doch dann dämmerte es uns. Wir werden wahrscheinlich keine Möglichkeit mehr haben, uns wieder zu versammeln und diesen Abschlussgebühren zu feiern. Und das macht uns traurig. Doch ich kann sagen, dass in dieser Zeit, die nicht wie alle anderen ist, unsere Lehrer uns nie im Stich gelassen haben und sie immer an unserer Seite standen. Und dies stets mit derselben Motivation, mit der sie uns in der Schule unterrichtet haben. Nun möchte ich all meinen Lehrern sagen, danke. Danke, dass ihr stets an unserer Seite wart und danke, dass ihr uns in so einer Zeit unterrichtet habt. Auf Wiedersehen.